hinaus. Sehr gut. Oh, das war ein guter Start in das neue Video. In meinem neuen Video möchte ich euch einiges erzählen über die Beinarbeitstechnik. Beinarbeitstechnik ist im Tischtennis sehr, sehr wichtig. Man sagt, erst die Beine bewegen, danach den Schlag ausüben. Viele versuchen, ohne die Beine in die Vorhand zu kommen. Das ist ein Fehler. Okay, wir fangen an. Wir haben ja die Rückhand und die Vorhand schon geübt. Jetzt als Kombination. Rückhand, der Ball kommt in Vorhand, leichter Zwischenschritt, leichte Öffnung und dann geht es nach vorne. Rückhand, öffnen, mit dem Zwischenschritt und nach vorne bewegen. Von hinten seht ihr das ganz gut. Da ist die Rückhand, der Zwischenschritt, Öffnung dabei und nach vorne. Rückhand, Zwischenschritt, Öffnung und nach vorne. Der Balltreffpunkt ist wichtig, nicht zu weit hinten treffen, immer wieder weiter vorne. Das ist natürlich ein bisschen einfacher, wenn er aus der Rückhand in die Vorhand kommt. Schwieriger wird es, wenn der Ball aus der Rückhand in die Mitte kommt. Man steht hier mit der Rückhand, der Ball kommt hier rein, hier ist alles blockiert. Also öffnen, richtig öffnen, dass ihr Platz bekommt. Und dann nach vorne schieben. Rückhand, öffnen und nach vorne schieben. Okay, ich zeige euch jetzt mal ein paar Ballwechsel. Wieder und Vorhand. Rückhand und nach vorne. Die Vorhand. Und nach vorne. Okay, das sah jetzt als Linkshänder doch ganz gut aus. Der Linus zeigt euch das jetzt mal, wie das beim Rechtshänder aussieht. Die Beine parallel bei der Rückhand. Dann geht es mit dem Zwischenschritt nach die Vorhand und nach vorne. Rückhand und nach vorne. Wichtig ist, dass der Oberkörper am Ende dann auch vorne ist. Rückhand, der Oberkörper geht am Ende hier nach vorne. Bauchspannung. Okay. Das war die Beinarbeitstechnik. Übt wirklich oft die Beinarbeit. Könnt ihr auch drin ohne Probleme am Esszimmertisch üben. Einen in die Rückhand, einen in die Vorhand. Immer wieder üben. Ein ganz wichtiger Schlag. So, jetzt noch mal ein paar Kleinigkeiten, die ihr immer wieder drauf haben könnt. Einmal mit der Rückhand, einmal mit der Vorhand, einmal mit der Rückhand, einmal mit der Vorhand, einmal mit der rechten Hand. Links, rechts, links. Könnt ihr auch mal hier mit dem Knie spielen oder hier unten durch. Also totale Freestyle. Ihr habt da bestimmt viele Ideen. Bleibt zu Hause, bleibt gesund. Bis demnächst. Ciao, ciao.